Hallo und herzlich willkommen auf dem Plakos-Kanal. Heute erzählen dir drei Bundeswehranwärter, wie deren Einstellungstest bei der Bundeswehr verlaufen ist. Also, wenn du gerade dabei bist, dich auf dein Einstellungsverfahren vorzubereiten, könnten diese drei Erfahrungsberichte sehr hilfreich sein. Los geht's! Einstellungstest in Mainz. Hallo, ich bin Jan. Ich hatte meinen Einstellungstest im Assessment Center im August. Obwohl ich nicht angenommen wurde, plane ich, es erneut zu versuchen. Bewerbung. Meine Bewerbung begann online und schon am nächsten Tag erhielt ich einen Anruf zur Terminabsprache. Normalerweise sind mehrere Termine nötig, doch ich brauchte nur zwei, den ersten, um mich zu informieren, und den zweiten, um meine Unterlagen einzureichen und einige formelle Dinge zu besprechen, wie zum Beispiel meinen Wunschbereich. Warten auf die Einladung. Nachdem ich meine Unterlagen eingereicht hatte, begann das Warten. Es dauerte 2 bis 3 Wochen, bis ich Post von der Bundeswehr erhielt, die mich zum Assessment Center in Mainz einlud. Beigefügt waren informative Zettel, wie zum Beispiel ein Ablaufplan, ein Packzettel, ein Zugfahrkartengutschein für die Anreise zur Kaserne und weitere Informationen, zum Beispiel zum Umgang mit Medikamenten und Kontaktlinsen während des Assessments. Anreise und erster Tag in der Kaserne. Die Anreise zur Kurmainz-Kaserne in Mainz fiel auf einen Sonntag und ich kam gegen 17 Uhr an. Am Eingang musste ich meine Einladung und meinen Personalausweis vorzeigen. Sonntags war es ruhig und einige Mitbewerber trafen ein und bezogen ihre Betten. Es wurden Bettbezüge bereitgestellt und für Getränke war gesorgt. Das Abendessen mussten wir jedoch selbst besorgen. Am Abend begrüßte uns der Herr des Hauses, klärte uns auf und wir füllten einen Fragebogen aus. Erster Tag. Der Tag im Assessment Center beginnt normalerweise um 5.30 Uhr. Wir starteten mit einem gemeinsamen Frühstück, gefolgt von der Fahrt zum Assessment Center in Wiesbaden. Dort erhielten wir Laufzettel mit den Tagesabläufen. Der erste Teil bestand aus medizinischen Tests, wie zum Beispiel einem Drogentest, Größen- und Gewichtsmessung, einem Hörtest und einem Sehtest. Beim Sehtest sollte man ehrlich sein, selbst wenn das Bild etwas verschwommen erscheint. Danach folgten körperliche Untersuchungen und Gespräche über Gesundheit und psychische Verfassung. CART-Test. Anschließend kam der CART-Test, der Wissen und ethische Ansichten abfragte. Er war einfacher als der Online-Test der Bundeswehr. Basis-Fitness-Test. Nach dem CART-Test und dem Mittagessen stand der Basis-Fitness-Test an. Er bestand aus einem 11x10-Meter-Lauf und dem Klimmhang. Es war wichtig, sich nicht zu sehr anzustrengen, um keine Probleme beim Basis-Fitness-Test zu bekommen. Der Tag endete mit dem 3-Kilometer-Fahrradergometer-Test, bei dem man eine bestimmte Strecke in einer vorgegebenen Zeit zurücklegen musste. Abschluss des Assessments. Nach etwas Freizeit und dem Abendessen folgte der letzte Tag. Wir mussten unsere Betten abziehen und die Schränke räumen. Es gab ein letztes Frühstück und dann fuhren wir zum Assessment Center für das psychologische Gespräch. Psychologisches Gespräch. In diesem Gespräch wurden Lebenslauf, familiäre und finanzielle Situationen sowie die Bereitschaft, eine Waffe zu tragen und möglicherweise in den Krieg zu gehen, besprochen. Nach dem Gespräch wurde die Entscheidung mitgeteilt. Bei Ablehnung erhält man eine Begründung, bei Annahme folgt ein Einstellungsgespräch, in dem man seine Stelle basierend auf dem Wunsch auswählen kann. Einstellungstest in Düsseldorf. Guten Tag zusammen. Ich bin 26 Jahre alt, arbeite als Erzieher im Kindergarten und habe mich kürzlich bei der Bundeswehr beworben. Mein Einstellungstest fand am 16.11.2023 im Karrierecenter in Düsseldorf statt. Hier teile ich, wie der Tag ablief und wie ich mich vorbereitet habe. Einstellungstest am 16.11.2023. Schlaflose Nacht. 5 Uhr. Die Nacht war unruhig und schlaflos. Nach einer kalten Dusche zum Wachwerden sammelte ich meine Sachen und machte mich auf den Weg zur Sammelstelle. Begrüßung. 6.15 Uhr. Im Karrierecenter wurden wir von einem Obergefreiten begrüßt und in einen Raum im ersten OG geführt. Ein Offizier erklärte uns den Tagesablauf und gab uns einen Fragebogen mit persönlichen Fragen. Tipp: Seid immer ehrlich, egal ob beim Fragebogen oder im Gespräch. Ärztliche Untersuchung. 7.30 Uhr. Wir wurden in Gruppen aufgeteilt.
Während einer Gruppe den CAT-Test absolvierte, ging es für die andere zur ärztlichen Untersuchung. Die Untersuchung verlief entspannt, trotz der Feststellung von Proteinen im Urin, was auf meine kürzliche Erkältung zurückzuführen war. CAT-Test. 9.30 Uhr. Der CAT-Test war herausfordernd. Ich hatte mich mit dem Paket von Plakos vorbereitet. Der Test umfasste verschiedene Bereiche wie Mathematik, Deutsch, Englisch, Matrizen und Wortanalogien. Sporttest. 11.30 Uhr. Obwohl ich wegen einer Erkältung geschwächt war, absolvierte ich den Sporttest erfolgreich. Die Übungen umfassten einen Pendellauf, Klimmhang und den Fahrradergometer-Test. Tipp: Übt die Stationen zu Hause. Das große Warten. 13.15 Uhr. Es folgte das Warten auf das Prüfgespräch. Quasi ein Bewerbungsgespräch mit einem Offizier und einer Psychologin bzw. einem Psychologen. Das Prüfgespräch. 16.15 Uhr. Nach 3 Stunden Wartezeit hatte ich mein Gespräch. Trotz der langen Wartezeit verlief es gut. Tipp: Lasst euch nicht von der Mimik der Gegenüber beirren. Mir wurde mitgeteilt, dass ich für die Feldwebellaufbahn geeignet, aber für Feldjäger weniger aussichtsreich bin. Einplaner. 17.15 Uhr. Als letzter des Tages sprach ich mit dem Einplaner, einem ehemaligen Offizier. Wir diskutierten über alternative Möglichkeiten, da bei den Feldjägern keine Stelle frei war. Fazit und Ausblick. Ich beginne am 01.04.2024 meine Grundausbildung in Heide und werde anschließend eine Ausbildung zum Systeminformatiker machen. Ziel ist es, Informations- und Telekommunikationstechnikfeldwebel zu werden. Ich hoffe, dieser Einblick war hilfreich. Viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Einstellungstest. Laufbahnwechsel in Köln. Aufgrund einiger Besonderheiten möchte ich insbesondere für andere Soldaten, aber auch Zivilisten den Weg und das Verfahren bei zuvor zivil abgeschlossenem Studium berichten. Ich bin aktiver Soldat, sodass hier manche Dinge dazu kamen und andere wegfielen. Mit einem abgeschlossenen Studium gibt es die Möglichkeit, direkt zum Einstellungsdatum, also Tag einer Grundausbildung, Oberfähnrich zu werden. Ein Jahr später ist man Leutnant. Man verdient dann mehr und ist schneller im Job als die Kameraden, die studieren gehen. Man kriegt mehr Beurteilungen und kann schneller Berufssoldat werden. Bis Ende März musste der Antrag formlos beim Chef vorliegen. Bei ein paar Tagen Unterschied kann das Assessment Center um leichtes Anpassen des Datums bitten. Man würde einfach Februar draufschreiben und das Deckblatt nochmal abschicken. Die sind dort wirklich Probewerber und brauchen jede Bewerbung. Es wird durch die Dienststelle eine Schnellbewerbung erstellt, bei der man 30 Tage Zeit hat, eine Checkliste gemäß GAIP abzuarbeiten. Hierbei ist die Herausforderung, dass der Chef und der Arzt einen für geeignet erklären. Über beide Ergebnisse wird im Bewerbungsgespräch in Köln gesprochen. In meinem Falle hat der Chef mich nicht für geeignet befunden, der Arzt hat mir jedoch bescheinigt, dass ich körperlich für alles in der Bundeswehr in Frage komme. Das geht leichter und schneller, wenn man beispielsweise einen aktuellen 90-5 Einsatz, Fallschirm, LKW oder vergleichbar hat. Wenn man bei sich zu Hause gut gemustert wurde, muss man in Köln nicht mehr gemustert werden. Das ist ein wahnsinniger Vorteil, zeitlich, und sollte einem der Zufall einen schlechten Tag bescheren. Man muss sich keine Gedanken über Blutwerte, Tattoos, Schwangerschaft oder Piercings machen. Ende Mai kam dann ein Anruf, bei dem mir mitgeteilt wurde, dass mein Studienabschluss zu schlecht ist, um 2023 Oberfähnrich zu werden. Ich könnte aber für ein Bundeswehrstudium betrachtet werden oder 2024 Oberfähnrich werden. Ich habe mich entschieden, 2024 Oberfähnrich zu werden. Also wurde ich Ende Juni für Mitte August eingeladen. Egal, was auf der Einladung steht. Es gibt verschiedene Vorlagen, teilweise unterscheiden sie sich und sind dementsprechend teilweise falsch. Soldaten reisen im Dienstanzug mit Jacke und langem Hemd an und tragen diese durchgängig. Kurzes Hemd kann eingepackt werden, wird eventuell befohlen. An Regenschutz denken und eine Möglichkeit, Dokumente und Trinken zu transportieren, sauberer Stoffbeutel, Aktentasche etc. Kein Kampfrucksack. Der Basis-Fitness-Test muss abgelegt werden. Die Punktenote haben niemanden interessiert. Das findet nach der Eignungsprüfung statt, sodass man nur bestehen muss. Ziviles Sportzeug mit separaten Hallenschuhen reicht. Der Basis-Fitness-Test Teil 3 ist auf dem Fahrrad. Bei 170 Watt schafft man die 3 Kilometer in 5 Minuten.
kann man überall üben. Die Gesundheitsakte bringt der Soldat am besten selbst mit. Dann kann da nichts passieren. Am Tag 1 sollte man vor 14.30 Uhr da sein, so kann man sich frisch machen und sich sortieren. Das Personal ist sehr freundlich und gehört nicht zum Prüfungsausschuss. Die Stuben in Gebäude 29 liegen deutlich über dem Bundeswehrstandard. Man bezieht seine Nummer und um 14.30 Uhr stellen sich die Betreuer vor. In meinem Falle wurde man herumgeführt, damit die Gebäude bekannt sind. Dann werden Daten ausgefüllt und abgeglichen. Jeder bekommt seinen Laufzettel, das ist ein Tagesplan. Dann gibt es Vorträge zum Studium, zu Verwendungen und den Tests. Hier gilt, an Tag 2 erfährt man die Eignung zum Offizier, nicht unbedingt fürs gewünschte Studium. Fürs Studium sollte man die Semesterplanung und Inhalte kennen und begründen, wieso man bei der Bundeswehr studieren würde. Man benötigt einen Stift, um einen biografischen Bogen auszufüllen, auf diesem wird noch herumgeritten, also sollte man keinen Quatsch schreiben und sich grob erinnern, welche Vereine, Ehrenämter, Erfolge man so hatte. Hobbys, Medienkonsum, Nachrichtenkonsum, Auslands- und Militärverwendung. Um 17.30 Uhr gab es Abendessen, das ist für Soldaten kostenpflichtig. Man hat grundsätzlich den Dienstanzug in der Truppenküche an, und auch sonst überall. Keine Handys, Smartwatches und sonstige Dinge. An Tag 2 haben wir um 5.45 Uhr gefrühstückt und um 6.10 Uhr saßen wir im Cut. Um 6.15 Uhr begann der Cut. Angehende Piloten hatten teilweise andere Fragen als andere. Ich hatte 40 Fragen zur Persönlichkeit, die jeder Bewerber hat. Ist Deutschland mit zu vielen Ausländern bevölkert? Hat der Holocaust so stattgefunden, wie behauptet wird? Wir haben zu viele Muslime im Land, ja, nein. Ich empfehle, die Fragen genau zu lesen. Danach folgten Wortanalogien. Hund, Katze, Delfin. Matrizen. 8 Figuren, die 9. fehlte. Und Mathe. Flächen, Volumen, Brüche, Wurzeln, Grundrechenarten. Hier sind noch keine Notizen erlaubt, jeder muss den Test machen, die Zeit ist 3 Minuten pro Frage. Ich hatte kein gutes Gefühl. Ganze Brüche mit negativem Vorzeichen empfand ich als schwieriger, als es der Testtrainer abverlangte. Dann geht man als Truppenoffizieranwärter ins Gruppenverfahren. Hier wurde zu dritt diskutiert, welche Abteilung die Geschäftsführerassistenz bilden soll. Die Argumente stehen auf einem Blatt, man kann aber auch eigene, realistische Ideen einbringen. In dem Verfahren wurden aus meiner 12-Personen-Gruppe vor Mittag bereits 2 bis 3 nach Hause geschickt. Anschließend müssen die Dreiergruppen eine Planungsaufgabe lösen. Wir mussten einen Firmenausflug zeitlich planen, wobei viele Termine nur zu bestimmten Zeiten stattfinden durften, Weinfest nur abends, Kanum nur morgens zwischen 9 und 10 Uhr. Dauert 2 Stunden. Danach hält man einen Vortrag vor seinen Aspiranten. Ich hatte den Auftrag, einen Firmenausflug zu gestalten. Dabei hatte ich die Wahl zwischen einer Stadt- und einer Kanutour. Beide hatten Pro- und Kontra-Argumente. Die musste ich erläutern und abwägen. Zur Vorbereitung sollte man zu Hause üben, viel und frei zu sprechen, Blickkontakt zu halten und geistig flexibel bleiben. Die Aufgaben sind total verschieden. Ich hatte dann direkt das psychologische Gespräch. Ein Hauptmann hat mich 30 Minuten gefragt, wieso ich Soldat geworden bin. Was ich vom Kämpfen und Töten denke. Wieso mein Chef mich so beurteilt hat. Wie ich mit Ängsten umgehe. Was mich politisch und geschichtlich interessiert. Was die NATO ist. Auch eine gute Frage ist, wieso man Offizier werden will und nicht Feldwebel, und wo der Unterschied zwischen beiden liegt. Der zweite Hauptmann hat gefragt, wieso ich bestimmte Noten hatte, wieso ich hier und da nicht besser war. Wie ich an Probleme herangehe. Wie ich mich strukturiere. Wie ich damit umgehe, wenn ich nicht weiterkomme. Was ich machen würde, wenn ich gar nicht weiter weiß. Wie die Erfahrungen mit Alkohol und Drogen sind. Wie ich interkulturelle Kontakte pflege. Außerdem, wie man den Wertewandel des Militärs einschätzt. Beide 30 Minuten gingen schnell um. Nach 10 Minuten Warten bekam ich meine Eignung. Wenn du studieren willst, hast du dann den Mathe-Test, der entscheidet über deine Studieneignung. Wenn du bei der Bundeswehr studieren willst, musst du hier richtig reinhauen. Hier war um 13 Uhr Schluss. Angehende Piloten wurden je nach Leistung nach Köln-Wahn gefahren, um dort direkt weiterzumachen. Tag 3, Basis-Fitness-Test um 7 Uhr. Genug trinken und wenig essen. Dann zum Einplaner. Ich war fast 2 Stunden da. Fragt nach eurem Punktewert. Wenn ihr studieren wollt, macht euch Gedanken über Alternativen, wenn es mit dem Fach noch nicht klappt. Ich wünsche euch viel Erfolg.
Wir hoffen, wir konnten dir einen guten Einblick in den Einstellungstest der Bundeswehr geben. Benötigst du jetzt noch Übungsmaterialien zum Auswahlverfahren bei der Bundeswehr, dann schaue dir am besten mal unseren Online-Testtrainer an. Dort bekommst du zusätzliche Videos, zahlreiche Aufgaben und Themen zur Wiederholung und Festigung deiner Fertigkeiten. Danke dir fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal, um keine Tipps zum Einstellungstest zu verpassen. Viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Mal.